Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Gate, Transgates, Wave Shaping, so ein bisschen einfach, wie man Sounds ausgehend von einem Gate oder von der Idee eines Gates verändern kann. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet und ich will einfach mal anfangen mit einem Transgate. Ein Transgate ist klassischerweise, kommt aus der elektronischen Musik, so Ende der 90er Jahre war das ziemlich modern. Das heißt, man hat lange, breite Flächen genommen und diese Flächen hat man dann rhythmisch zerhackt. Und wie sich sowas anhören kann, das zeige ich jetzt gerade mal. So, das heißt, ich habe hier Folgendes gemacht. Ich habe hier einfach eine lange Fläche reingebaut, habe hier mir ein Gate-Device reingepackt und in dieses Gate-Device habe ich dann ein Sidechain bzw. ein Trigger-Track reingebracht. Und der Trigger-Track ist hier so ein extra Track und der hat einfach so verschiedene Clips und in diesen Clips sind einfach nur Noten drin erstmal. Und was ich hier gerade gemacht habe, war nicht ganz so richtig das, was ich eigentlich machen wollte. Wenn ich das nochmal kurz abspiele. So, und zwar habe ich jetzt in diesem Trigger-Track erstmal jetzt nur so einen Hi-Hat drin. Dieses Hi-Hat macht ja nur ganz kurze Schläge. Das heißt, jedes Mal, wenn das Hi-Hat ausschlägt und hier ein Signal ankommt und es über den Threshold ist oder innerhalb des Thresholds ist, wird der Ton des Synths hier der Fläche durchgelassen. Das geht auch bei Drones oder anderen langen Tönen oder langen Sounds, die man hat. Das können auch irgendwelche atmosphärische Sachen sein oder was auch immer. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn da eine Note auf dem Trigger-Track ist, wird der Sound hier gespielt. Wenn hier keine Note ist, ist erstmal Ruhe. So. Und bei dem Trigger-Track habe ich eben ein Hi-Hat genommen, weil es eben kurze Schläge hat. Aber man kann eben auch Instrumente nehmen, die lange Noten spielen können. Dann kann man nämlich mit der Notenlänge des Trigger-Tracks, deshalb hörte sich das auch am Anfang so ein bisschen komisch an, auch bestimmen, wie lange das Gate offen ist, sodass dieser Ton gespielt wird und wann er dann zu ist. Und hier habe ich zum Beispiel so einen Trigger-Track, der hat unterschiedlich lange Töne. Damit kann ich dann auch bestimmen, kann ich eine andere Form von Rhythmik machen, kann einfach bestimmen, wie lang diese Fläche zu hören sind. So, das ist so ein klassisches Transgate. So, sowas ähnliches, so ein Gating kann man natürlich auch mit einer Automation machen. Dann packt man sich einfach auf die Spur mit der langen Fläche, packt man sich einen, zum Beispiel ein Tool, nimmt hier den Volume-Schalter und automatisiert das Ganze hier jetzt so, dass man einfach jedes Mal die Volume rausnimmt, wenn das Gate spielen soll. Das Ganze hört sich dann einfach so an.
Also mit einer simplen Automation. Das kann man mal zwischendurch machen, dann ist auch gar kein Problem. Wenn man das für den ganzen Track macht, dann wird man wahrscheinlich eher nicht auf so eine Automation zurückgreifen, sondern über diese Trigger-Tracks aus dem Transgate, weil das einfach wesentlich komfortabler ist. So, dann kann man das Ganze noch mit Modulatoren machen. Da habe ich dann auch wieder ein Tool-Device hinter den Flächensound gesteckt. Habe hier zum Beispiel einfach mal so einen Classic-LFO mit reingenommen. Und der macht jetzt einfach Folgendes: mit der Rechteckwelle und 16. nimmt er mir jedes Mal die Lautstärke hier runter. Das Ganze habe ich noch auf unipolar, also nicht bipolar gestellt, weil bei bipolar wird er auch noch lauter. Das möchte ich nicht, ich möchte einfach nur, dass er leiser wird. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, kriege ich das. Ich habe ja noch einen Release drin, deshalb klingt der so lange nach. So. Was ich hier noch machen kann, also das funktioniert hervorragend, wenn ich nur zum Beispiel 16. oder 8. oder Viertel oder was auch immer oder 32. was ich da machen will. Der Nachteil ist, ich kann hier nicht wechseln. Ich könnte hier jetzt einfach zum Beispiel noch einen Steps-Modulator reinpacken und sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal hier 16 Steps, beziehungsweise da ich den Volume hier moduliert habe, mache ich den mal hier aus. Na, geh auf. Moduliere mir den jetzt hier so hin und sage jedes Mal, wenn ich hier den hier hochdrehe, zum Beispiel, geht mir die Lautstärke runter. Und ich kann hier unten eben dann auch bestimmen, ob das jetzt 16. Noten sind, ob das 32. Noten sind. Noten. Das heißt, ich kann mir hier durch den Steps-Modulator einfach den Trigger-Track sparen unter Umständen. Wenn ich jetzt immer die gleiche Rhythmik drin haben will. Wenn ich unterschiedliche Rhythmiken drin haben will, müsste ich jetzt mehrere Tool-Devices aufmachen oder mehrere Modulatoren und die dann an- und ausschalten per Automation. Das macht die ganze Sache so ein bisschen unübersichtlich. Dann würde ich im Endeffekt eigentlich eher wieder über einen Trigger-Track gehen, um das Ganze zu steuern. So, das ist das Thema Modulatoren. So, jetzt kommen wir zum ganz interessanten Thema, nämlich Beats, Beat Samples. Vielleicht einfach noch gesagt zu diesen Trigger Tracks, das müssen keine Synthesizer oder irgendwie sonst was sein, das können auch ganz normale Samples sein, entweder kurze Samples, ich würde zum Beispiel auch sagen, so relativ gerichtete Samples, so Hi-Hat ist immer so scharf oben meistens. Wenn man jetzt einen Sound nimmt, der so ein bisschen breiter ist, der Sound tut dem Track nicht weh, weil man den ja sowieso nicht hört, aber ich bin immer so ein Freund von sehr gerichteten oder sehr, wie sagt man da eigentlich, so Sounds, die ganz klar sind und die geben auch ein klares Signal dann raus. So, also man kann Synthesizer, VSTs oder Samples nehmen. So, wenn ich jetzt hier einen Beat habe und der Beat klingt original zum Beispiel so. Eigentlich bin ich mit dem Beat eigentlich zufrieden, aber da ist halt das Wörtchen eigentlich. Und der ist mir einfach zu viel drumherum in diesem Beat. Ich hätte den gerne so ein bisschen trockener. Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann Audiobearbeitung machen. So rum. Kann Audiobearbeitung machen und kann mir das Ding auseinanderschieben. Und alles, was mir nicht passt, nehme ich hier raus und mache die Fades rein und, und. Was ich jetzt aber noch machen kann, ich kann hier einen Gate zum Beispiel nehmen. Und habe hier ja Attack und Release und Threshold und die ganzen Geschichten. Und jetzt spiele ich einfach mal mit den verschiedenen Sachen rum. Ich lasse den mal kurz so spielen und schalte dann das Gate ein. Dann seht ihr gleich oder hört ihr gleich, wie sich das verändert. Jetzt wirkt der Beat schon mal wesentlich trockener. Wenn ich das Release jetzt hochziehe, kriege ich immer mehr Informationen nach den Transienten, bis hin ich den Original wieder habe zum Beispiel.
So kann ich einfach ein bisschen den Trockner machen und das zwischendurch rausschneiden. Oder ich will gar nicht mal so viel schneiden, nehme dann einfach die Lautstärkereduktion so ein bisschen raus. Hab dann einfach noch so ein ganz leicht unten drunter ein bisschen was. Oder halt wieder ganz trocken. So schaffe ich das, dass ich einen Beat, der halt sehr viel Zwischeninformation hat, einfach so ein bisschen zerteile, ohne dass ich jetzt mit irgendwelcher Audiobearbeitung anfange. So, was wir vorhin gemacht haben mit so einem Tool, kann ich natürlich auch hier wieder machen. Vielleicht hier mal 16. Und hier eine Rechteckwelle. Oder Achtel, machen wir eher mal Achtel. Hier kann ich mit dem Amount-Schalter ein bisschen rumspielen. Das heißt, wie stark dieser Effekt greift, wenn ich den ganz runter schalte, dann habe ich das Original-Sample da am Start. Könnte zum Beispiel auch das Sample von hier oben nehmen. Drehe den Amount ganz rein, dann habe ich wieder ein relativ trockenes Signal. So, und was ich jetzt an der Stelle auch wieder machen kann, ist eben, ich nehme hier wieder so einen Steps-Modulator und kann mir hier jetzt einfach eine Rhythmik reinbauen. Und diese Rhythmik bleibt mir einfach erhalten, egal welches Sample ich jetzt da reinziehe. Der Steps-Modulator hat dann natürlich noch so einen Smooth-Schalter, der dann so die krassen Übergänge so ein bisschen abfedert. Das ist wie so ein Fade. Der macht das so ein bisschen sehr weich. Das ist manchmal gut, manchmal nicht. Manchmal hätte man lieber härtere Übergänge. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die optimale Rhythmik, die ich hier habe. Und der Vorteil ist halt einfach, ich zeichne hier eine Rhythmik ein, ziehe egal welches Sample drauf und ich habe das hier dann auch. Kann mir das natürlich auch hier direkt dann bouncen mit dem Modulator hier, dass ich jetzt hier einfach sage, bounce in place geht hier nicht, weil er dann einfach nur das Audio selber bounced und diese Logik hier überhaupt nicht beachtet. Das heißt, ich muss hier einfach ein Bounce nehmen. Dann macht er mir eine neue Spur aus und ich kann halt einfach sagen, wo er das Signal abgreifen soll. Hier Pre-FX, das heißt, das wäre hier vor dem Effekt. Oder Pre-Fader wäre nach dem Effekt und dann würde er diesen Fader nicht beachten oder Post-Fader, dann beachtet er hier die Lautstärke, die ich hier eingestellt habe. Oder eben Custom und wenn ich einen Haufen Sachen hier zwischendrin habe, Devices, kann ich das irgendwo dazwischen abgreifen. So. Dann gibt es hier noch den Transienten Control. Mit dem kann ich auch was Ähnliches machen, nämlich wenn ich hier jetzt wieder so ein Sample am Start habe. Habe ich hier Attack und Sustain. Und ich sollte hier auf Peak umschalten. Und ich kann jetzt einfach hier sagen, der Attack, ich muss hier auch eine Veränderung in der Lautstärke vornehmen. Kann auch sagen, von der Attack her, wann der Attack gemessen wird, so und so lang ziehst du mir einfach die Gain runter. Und im Moment zieht er das quasi die ganze Zeit runter. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ja, zieh mir einfach nur die Attack weg, den Transienten der Attack, und könnte mir unter Umständen so, wenn ich das jetzt lang genug mache, könnte ich mir zum Beispiel, wenn das jetzt so ein Four to the Floor wäre, meine eigene Kick da reinnehmen, die Kick da quasi ersetzen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Kick zu ersetzen, aber das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit. Wenn ich den jetzt hier wieder ganz normal hinmache und sage, das gleiche Spiel mache ich jetzt hier mit dem Reverb. Das heißt, der Reverb wird hier einfach in der Lautstärke reduziert. Und je weiter ich den aufdrehe, desto länger braucht er, um die Lautstärke zu reduzieren. Und das ganze Sample kommt dann quasi wieder zum Vorschein.
Oder ich habe dann halt wieder so ein trockenes Signal. Da kann ich auch quasi das Signal so ein bisschen durch diesen Transienten Control so ein bisschen shapen, sodass ich halt so diese ganzen Zwischeninformationen zwischen den einzelnen Schlägen rausnehme. So, und natürlich kann ich mit dem Transienten Control auch noch mit einem Trigger Track arbeiten. Das heißt, ich habe hier unten wieder so einen Track mit einzelnen Schlägen drin, auch wieder mit so einem Hi-Hat habe ich diesmal genommen. Muss ich beide gleichzeitig starten? So, und jetzt nimmt dieser Hi-Hat, Fall to the Floor, Einfluss auf dieses Sample. Und das kann ich hier natürlich auch nochmal beeinflussen. Oder ich kann ja auch mit Automationen arbeiten, da muss ich die wieder einschalten. Das heißt, der geht jetzt hier von ganz trocken, zieht hier langsam die Release auf. Dann hört man immer mehr Zwischeninformationen hier in diesem Sample drin, beziehungsweise in diesem Sample hier. Bis hin alle Informationen und dann geht er wieder zurück mit der Release und ich habe wieder ein trockenes Signal. Und das kann ich natürlich mit allen möglichen bisschen laut, Entschuldigung. So, und so kann ich im Prinzip jeden Beat, den ich habe, einfach so ein bisschen aufpimpen oder verändern. Dadurch, dass ich ein Shaping mache oder ein Gating mit unterschiedlichen Devices, entweder mit einem Gate-Device, mit den Modulatoren, sei es ein Classic LFO oder einen Steps oder eben sowas wie einen Transient Control. So, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch ein paar Ideen geben können. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, dreht einfach völlig frei, macht wilde Sachen damit. Würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst, was ihr da macht oder wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt oder Ideen, was ihr wissen wollt. Vielleicht kriege ich es ja raus, wie man das macht und kann das euch hier zeigen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.